Ja, und die Gräser sollen weniger geworden sein. Also. Ungepflügtes Feld. Ungepflügtes Feld. Da drüben waren Karotten, wenn ich mich recht entsinne. Da sind auf jeden Fall unsere Schweinchen. Auch ungepflügtes Feld. Wir haben drei ungepflügte Felder. Hallo Schweinchen. Hallo Hühnchen. Hallo Zibora. Okay. Es sind alle auf ihre Plätze. Wenn ich das jetzt mal so sehen kann. Wir sind ja immer noch mitten im Umzug. Jetzt soll man ja auf der Map eigentlich nur noch seine Leute sehen. Und hier, der hat einen Auftrag für uns, wenn ich das richtig sehe. Eine neue Quest von unseren eigenen Leuten. Das sind unsere Einwohner. Aber wir sind ja immer noch dabei. Und zwar wollen wir ja hier hinziehen. Das wird ja hier unser neues Zuhause werden. Und ich habe ja beschlossen, nee, gekauft, weil einfach verkauft. Ach so, okay. Einen wunderschönen guten Abend. Habe ich Lavisinchen schon begrüßt? Lavisinchen, wenn ich dich nicht begrüßt habe, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Ich möchte jetzt mal gucken. Management. Nee, Quatsch. In Technologie. Fischerhütte, Jagdhütte 2 kriegen wir noch nicht. Sind wir noch nicht gut genug? So. Dann gucken wir mal. Der Ferch ist für die Pferde, richtig? Nein, für die Ziegen. Stall. Stall für die Haltung und Zucht von Pferden. Welche die besten Transportmittel im Mittelalter sind. So, meine Lieben, ich brauche für den Stall. Da ist es schon. Ich brauche 5000 Punkte. Wir haben gerade mal den Hühnerstall, den Schweinestall und das Gänsehaus. Dazwischen liegen noch Scheune, zwei Pferch, Kuhstall und dann kommt erst der Stall. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Andreas. Also das ist genau das, was ich... Ich habe das Update gezogen, habe mir das alles durchgelesen und habe da mit dem Ehemann gesprochen und ich wusste, das wird das Problem sein. Ja. Ich gebe zu, ich bin gerade extrem verärgert, ne? Also, was nützt mir das neue Update mit den Pferden? Also, ich werde immer noch zu Fuß laufen. Ich werde immer noch alles in meinem kleinen Rucksack vor mich hinschleppen. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Was mich jetzt noch interessiert, die Steinsichel können wir jetzt machen. Reichlich Landwirtschaft betreiben. Ja, Ehemann. Anderthalb, lieber Andreas, anderthalb. Nicht ein Punkt, nicht zwei Punkte, anderthalb Punkte fehlen mir. Also mir fehlt. Ich habe 755 und ich brauche 5000. Also reichlich Landwirtschaft, ne, ist da. Mit reichlich Landwirtschaft kannst du mich mal gerne haben, lieber Ehemann. Wirklich, kannst du mich echt gerne haben. Aber das ist das, was ich befürchtet habe. Da bin ich wirklich not amused drüber. Damit hat sich das für mich, das Thema Pferd etc. erledigt. Lieber Heiko, ich glaube auch, dass du das Spiel gesuchtet hast nach Herzenslaune. Und hätte ich das getan, wäre ich wahrscheinlich auch so weit. Aber habe ich nicht. Dementsprechend, so what, was soll's. Nun gut, dann werden wir uns tatsächlich damit beschäftigen, dass wir ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Heißt, wir brauchen hier Dünger, um unsere Felder nochmal zu bewirtschaften. Das ist jetzt die Herbst. Ich komme immer mit diesen Zeichen für die Jahreszeiten nicht klar, ne? Also.
Wenn das Blatt, wenn das da runterfällt vom Baum, ist das Herbst oder was ist das, Sommer oder wie ist das? Moped ist besser als Pferd, das stimmt. Ob ich den Dünger dann als Sprit da reinkriege, ist noch eine andere Sache. Das müssen wir dann sehen. Ja, du stehst hier und wartest, aber du wirst jetzt von mir erstmal keine Aufgaben bekommen.21 Kilo. Bin zu schwer, aber ich habe auch, glaube ich, jede Menge Zeug noch drinnen, ne? Dunk. Dunk geht jetzt erstmal raus. So. Das ist Sommer. Okay. Habe ich überhaupt noch eine Tasche? Nee, ne? Ich müsste mir einfache Tasche, die hält nur noch für 3%. Einfache Tasche war Leder ein bisschen, ne? Leder haben wir natürlich nicht hier. Haben wir hier. Ja, ist alles ein bisschen ärgerlich. Aber so what? Was soll's? Weiß nicht, wie viel Leder ich brauche. Kann ich die auch hier machen, die Tasche? Craften? Da. Einfache Tasche. Ich werde jetzt erstmal die blöden Felder düngen, nach Herzenslust. Grün Frühling, gelb Sommer, Herbst braun, weiß Winter. Das ist eine gute, das ist Dankeschön. Das ist gut. Grün Frühling, gelb Sommer, Herbst braun. Das ist eine gute, ey, klasse. Damit kann ich was anfangen. Das finde ich cool. So. Die lassen wir jetzt erstmal da drunter. 6. 7. Üb's nochmal. Auf 7. So, Dünger. Die Spielzeit hätte schon gereicht, nur brauchte man ein paar Ingame-Jahre zur Einsicht. Ja, wir müssen den Umzug leider ein bisschen verschieben, dass wir hier mal ein bisschen was tun. So leid es mir ja tut, ne? Was schlägt denn der Chat vor, was man jetzt im Sommer pflanzen sollte? Kohl. Sehr gute Idee. Können wir endlich wieder kochen. Was anderes geht nicht. Die Frage ist, alle Felder ja oder nein? Oder nur eins? Wieso wird das eigentlich schon wieder dunkel? Wir sind hier gerade mal angefangen und das wird schon wieder dunkel. Im Herbst musst du auch noch Weizen oder so pflanzen.
Ich würde gerne Leinen wieder pflanzen. Also Flachs. Warte mal. Haben wir alles fertig hier? Ja, ne? Die Hacke habe ich auf 6. Wollen wir mal gucken, ob wir überhaupt genug Samen haben. Flachs nur im Frühling. Wie ist denn das jetzt? Ich schätze mal, ihr habt das ja schon getestet. Wenn der Erntehelfer jetzt arbeitet, der Heiko sagte ja so, wenn nichts mehr da ist, ist nichts mehr da. Kann der restliche Chat das so bestätigen? Da guck mal, hier haben wir nicht gedüngt, siehst du? Das sieht man auch hier bei dem ganzen Kram nicht. Es ist in dem neuen Update ist es implementiert, dass der Ersterntehelfer das Saatgut jetzt aus der Scheune nimmt. Sieben. Sechs. Meine Hacke kaputt gegangen? Nein, meine ich doch. Die Frage ist jetzt, wenn der Erntehelfer das Saatgut jetzt aus der Scheune nehmen soll. Kohlsamen. Wie ist das? Wenn da dann nichts mehr drin ist, da, Samen. Das war mir auch klar, dass das irgendwann kommt. Jetzt ist die Frage, hat er jetzt immer noch welches in der Tasche, wenn unsere Samen alle sind, oder ist dann wirklich fini? Ja, Heiko hat ja vermutet, der macht nichts mehr. Ich glaube, der Ehemann vermutet auch nur. Ich glaube nicht, dass der das weiß, weil er das Update tatsächlich noch nicht gezogen hat. Es sei denn, er hat die Testversion genommen. Dein Schmied arbeitet ja auch nicht ohne Eisen. Ach, hast du schon probiert? Wann das denn? Wann hast du denn am Rechner gesessen? Sorry. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich krieg hier nichts mehr mit. Ach, bestimmt, wo ich vorhin Dings aufgenommen habe. Ja, gut. Du hast es noch nicht installiert. Doch, ich wollte es ja, aber das mit dem Stall habe ich mir gedacht. Und ich ganz ehrlich, ich fand es ärgerlich. Ich finde es echt ärgerlich. Für euch ist es wahrscheinlich jetzt richtig düster im Chat, aber ich möchte das natürlich fertig bekommen, bevor ich schlafen gehe. Aber wenn die ernten, dann entsteht doch trotzdem wieder neues Saatgut, oder nicht? Dann kommen doch auch neue Kohlsamen etc., ne? Also es ist dann nicht so, dass dann nichts mehr ist, ne? So. Aber da sitzen sie noch am Feuer.
Für den Kuhstall brauchte man früher auch 5000 Punkte. Also so schlimm ist es nun auch nicht. Ja, das ist richtig. Das ist nicht schlimm und ich finde es auch, eigentlich ist es auch nicht schlimm. Es ist halt nur ärgerlich, dass mir das jetzt noch verwehrt bleibt und du quasi zum Ende des Spiels hin, also zum quasi, wenn du jetzt da am Content-Ende angekommen bist, dann ein Stall machen kannst, finde ich jetzt, naja, die preisen das so weit hoch an, man ist im Spiel aber noch nicht so weit, dann ist es halt so. So. Wie viel Dünger haben wir denn noch in der Tasche? 3. Das ist natürlich nicht genug. Damit wir. Ich will es nur düngen. Ich will es nur fertig machen. Dünger. Ja, guten Hunger, lieber Heiko. Guten Hunger. Also, Dünger erforderlich. 7. Dünger erforderlich. So. Mal kicken, wo hier das Feld anfängt. Also da werde ich nachher auch um schöneren Platz für die Felder gucken im neuen Dorf. Die Frage ist jetzt, ich hau da Dünger drauf, soll aber in der nächsten Jahreszeit möglichst Roggen oder sowas anpflanzen und im Winter Karotten. Wenn ich das jetzt fertig mache, zählt das? Oh, Landwirtschaft ein Level aufgestiegen. Na, gucke an. Warte mal. Gucken wir mal, was die Fähigkeiten machen. Ob wir da uns hier so ein bisschen eins mit der Erde. Was ist denn eins mit der Erde? 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacke und Schaufel. Maultier. Größtes Gewichtslimit im Inventar können wir nicht. Das ist schon das höchste. Angst, das Bär. Naturgewalt. Der Axt. Erkenntnisse der Gewinnung. Falsche Kategorie, natürlich. Gewissenhafter Landwirt. Der Fänger im Roggen. Reduziert die Anzahl der zur Aussaat von Getreide benötigten Samen um 20%. Das ist mir Brot. Geduld. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Tierhaltungswerkzeugen ist mir auch Brot. Ah, nehmen wir das hier, ne? Schafe zählen. Weniger Ausdauer beim Scheren und Melken. Da sind wir noch lange nicht. Weniger Ausdauer beim Pflügen und Ernten. 10% langsamerer Ausdauerverbrauch beim Pflügen und Ernten ist mir eigentlich auch relativ lax, oder? Ich nehme mal das. So, Vegetarier. Reduziert die Anzahl der zur Aussaat von Gemüse benötigten Samen um 20%. Du Spababad. Du Spababad. So. Über kurz oder lang werden wir es sowieso alles aufdingsen, wenn wir denn dazu kommen. Also hier kann man jetzt schon besser sehen, wo man gedüngt hat und wo nicht. Und ich werde das jetzt machen aus dem ganz einfachen Grund, auch wenn das dann nachher nicht mehr in der nächsten Jahreszeit dann nicht mehr da ist. Ist mir dann auch wurscht, aber ich kriege die Punkte dafür. Aber ich arbeite jetzt nicht in Riesenschritten auf 5000 zu. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich gar nicht motiviert zu. Mache jetzt auch erstmal die ganze Arbeit nur, damit unsere Holzfäller mal ein bisschen Gas geben können, da wir ja eigentlich noch mitten im Umzug stellen. Da wir ja noch mitten im Umzug sind, brauchen wir Holz. Nichts, deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen Landarbeit machen. Auch wenn mein Farmarbeiter da quasi na toll, dumm in der Gegend rumsteht. Hacke, da, hölzerne Hacke. Den Stock ein Rundholz, natürlich. Bitte
Zacke. Im Übrigen, ich muss nachher noch mal gucken. Erinnert mich mal bitte dran, ne? Die eine Quest, die wir machen sollten mit dem, ich weiß gar nicht, mit was, mit Alwin. War das ein Bogen oder sowas? Weil ich habe hier tatsächlich noch einen Bogen in der Tasche, den ich da abgeben könnte. Hölzerne Schaufel, hölzerne. Doch auf 7, auf 6 brauche ich, okay. 6. Weil ich habe da in meiner Kiste noch einen Bogen liegen. Ich glaube, den könnte ich abgeben, um die Alwin-Quest fertig zu machen. War das nicht ein Recurve-Bogen? Ich weiß es halt nicht mehr genau. Ich werde dann nachher gleich mal nachgucken. Aber immer eins nach dem anderen. Wenn ich das gleich mache, vergesse ich wieder, was ich jetzt machen wollte. Weil Andrina leicht verstreuselt. Was essen sollte ich zur Abwechslung auch noch mal und was trinken? So, das wäre schon mal vorbereitet. Wie viel Dunk habe ich noch? Warte. Wie viel Dünger? 26 reicht da nicht. Wir haben da 49 oder sowas. So, hier haben wir noch Dunk. Ressourcen hat. Ja, man sollte ihn noch rausnehmen. So, jetzt aber. Ich glaube, das war sogar der Recurve-Bogen. Hast du recht, Andreas? Da hast du tatsächlich recht. Den müsste ich mir jetzt rein theoretisch irgendwo Lesnica oder wo auch immer kaufen, ne? Hornika, Lesnica, irgendwo in irgendeinem Dorf. Siebenhundert Gold. Ja, bei Gold müssen wir auch mal wieder ein bisschen anziehen. Wir müssen auch wieder ein bisschen Kochen und solche Sachen machen. Da unsere Näherin ja jetzt mit ihrem Bäuchlein oder Baby sogar da rumläuft, ist das natürlich nicht so gut. Da müssen wir vielleicht mal selber Hand anlegen, um Geld zu verdienen. Also bis jetzt sind ja nur Berufe weggefallen, die wir auch so verknusen können. Also Taverne zum Beispiel können wir verknusen. Das können wir schon selber machen. Näherei, das können wir verknusen. Das können wir auch selber machen. Allen Stellen gibt Jagdpunkte. Meinst im Jagdbereich noch freischalten? Aber wie soll ich alles gleichzeitig hinkriegen? Ich habe ja das Problem, dass ich nur 3 Stunden in der Woche arbeite hier und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das hinkriegen soll, ne?